Mangelt es dir im Moment an der richtigen Idee, um ein Problem zu lösen? Mangelt es dir vielleicht an der richtigen Strategie, wie du ein Problem angehen sollst, wie du es überwinden sollst? Oder mangelt es dir daran, zu wissen, wie geht es denn weiter in dieser oder jener Sache? Manche Menschen denken, Gott hilft nur den anderen. Mich selbst lässt er im Regen stehen. Er guckt zu, wie ich mich abracke, aber eigentlich tut er nichts für mich. Das ist ganz und gar nicht so. Wenn du dich heute so fühlst, dass du nicht richtig weißt, wie soll ich mich verhalten, dann möchte ich dir Weisheit von Gott wünschen. Weisheit von Gott. Wenn ich an die Erziehung unserer Kids denke, dann war das eigentlich immer unser Gebet. Herr, gib uns Weisheit als Eltern mit unseren Kindern umzugehen. Wir haben eine Weisheit nicht in unserer eigenen Machbarkeit oder aus schlauen Erziehungsbüchern gewollt, sondern wir wollten eine Weisheit, die von Gott kommt. Denn weißt du, manchmal kannst du nicht schnell in einem Buch nachschlagen, aber du brauchst eine Weisheit, in dem Moment richtig zu handeln. Die Weisheit, die von Gott kommt, ist übernatürlich. Und sie ist durch Gottes Eingreifen in unser Leben einfach viel höher, viel tiefer, viel weiter, viel breiter, als wir es in unseren Möglichkeiten gedacht oder gehabt hätten. Ich möchte dir einen Vers aus der Bibel vorlesen. Da steht: Wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten. Und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Aber wer ihn fragt, soll auch wirklich mit seiner Antwort rechnen. Das lesen wir in Jakobus 1, Vers 5. Gott um Weisheit zu bitten, das ist etwas ganz Normales in unserem Christenleben. Das sollten wir tun. Denn in unserer menschlichen Weisheit kommen wir sehr schnell ans Ende. Gottes Weisheit ist umfassend und übernatürlich. Und er will sie uns gerne geben. Es fällt Gott nicht schwer, sie uns zur Verfügung zu stellen. Es ist nicht so, dass er sich überwinden müsste, um uns Weisheit schenken zu wollen. Wir haben als Kinder Gottes bei ihm in dem Gebiet eine offene Tür. Er möchte uns Weisheit schenken. Er will sie uns gerne geben. Und er macht uns keine Vorwürfe, sondern er gibt gerne. Im Römerbrief lesen wir, dass er uns nach dem Reichtum an Weisheit und Erkenntnis bei Gott geben möchte. Bei Gott gibt es einen Reichtum an Weisheit. Und wir können diesen Reichtum an Gottes Weisheit anzapfen. Und das möchte ich dir heute vorschlagen, dass das dein Gebet ist in Situationen, denen du vielleicht gegenüberstehst. Weisheit von Gott zu erbitten. Herr, schenke mir deine übernatürliche Weisheit, wie ich handeln soll. Und Gott, der sich gerne bitten lässt, er wird dir geben. Ich weiß, dass Gott mehr für dich hat.